Ja, und war gut, was. Ja, Abu, sag doch mal was. Sag doch, dass Islam meinen Stream sieht, Digga. Woher soll ich das wissen? Bruder, er stand auch, er ist gerade neben mir einfach links gespawnt. Ich habe links deinen Stream offen. Auf einmal sagt, Islam tickt mich nicht an. Ab, ja, ich guck mir das an. Ich denk mir, Digga, wie kann das, wie kann sowas auf Twitch erlaubt sein? Was hast du dir angeguckt? Schwimmerin, Digga. Rod, kannst du mir mal schicken? Also mach jetzt dafür keine Werbung, also Rod. Schreib in die Gruppe. Schreib in die Gruppe. Genau, schick mir das mal. Schick mir das privat. Schick mir das mal privat, Rod. Nee, mein Handy ist aus. Warte, ich guck. Aber Abu, dass sie das auch mit dir machen, das ist echt assi, sag ich ehrlich. Oder nicht? Ja, da würde ich auf jeden Fall, aus Prinzip musst du absagen. Es wurde dreimal geändert, ne? Ich hab die kürzeste Fassung geschrieben. Es wurde dreimal geändert. Und das hat mich, da hab ich gesagt, Bruder, weißt du was? Carlos, wenn die... Dann nicht. Salam alaikum. Ey, hört man mich? Ja, natürlich sogar richtig gut. Ich dachte, du spielst RP. Zu ja, gut. Ich spiele auch RP. Ich bin nur kurz in den Call gegangen, weil die Discord ist ja anscheinend nicht mehr cool genug für die Leute. Was? Wie? Stark, aber Bruder, stark. Bruder, ich verstehe nicht, wenn man Discord hat, dass man in diesem... Ist man Peach geworden jetzt. Das ist nicht mehr so. Ja, wir sind halt wirklich nur in der Gruppe so, deswegen kommt das nicht so krass. Haben wir am KLS geworden, komm in die Gruppe. Kommt in meine Gruppe. Gurt, hast du in die Gruppe geschrieben? Komm in die Gruppe. Ob wir das gleiche gesehen haben. Wollen wir irgendwas Heftiges machen, so Kolosseum-mäßig? Ja, lass uns jetzt mal anfangen, das Kolosseum zu bauen. Die Plattform da oben zusammen weg. Warte, dann muss ich mir nur sagen, wenn du es gelesen hast. Ich hab gelesen, ja, ist respektlos. Oder nicht? Ja. Okay, danke. Digga, scheiße, Digga. Ich hab die Slam das gesehen, Digga, ja. Warnt mich auch keiner, ja? Er sagt, Abo, mach Rohr Stream weg. Ich denk mir, fuck. Okay. Ich muss doch hier ein bisschen bauen. Lass doch mal gleich rüber. Okay. Was wollen wir bauen, Fabo? Sag mir. Den Spot, wo wir das Kolosseum draufbauen. Da müssen wir noch ein bisschen Erde wegmachen. Super. Bin ich nicht dabei. Ich wollte aber dich was anderes fragen. Können wir vielleicht bei Sydney, wie bekomme ich diese weißen Fliesen? Das ist der Schmale. Fabo, kannst du mir nur helfen, wie man diese weißen Fliesen bekommt, bitte? Ich würde nicht mehr helfen, seid ihr. Ja, ich würde auch nicht mehr. Fabo, ich mach, okay. Ich Sondern mach die Villager, die Villager. Ach so. Ja, okay. Welche Fliesen meinst du? Die bei Sydney, diese weißen. Ich will die auch haben, diese weißen Fliesen. Fabo, gib mir einen Auftrag. Was soll ich sammeln? Ich bin ein guter Sammler. Ich will in Höhen. Ich bin ein extrem guter Sammler. Was muss ich sammeln? Erstmal schuldest du mir 14 Dias. Ja, die hole ich in der Höhle. Okay. Digga, mach mal bitte Sub Only. Mach mal bitte Sub Only. Und mach das auf die Blacklist. Ich hab ja nicht mal was gemacht, Digga. Hab ich irgendwas Schlimmes gesagt, Chat? Ich hab nichts Schlimmes gesagt oder so. Abi, bitte kein Twitch bannen. Ich hab nichts Schlimmes gesagt, oder? Also, was ist die Plan? Was ist der Plan? Soll ich kurz in der Höhle ein paar Dias holen, Chat, dann zurück? Dann Never und dann ein bisschen Sand holen? Das ist der Plan, oder? Ja. Und währenddessen könnten wir eigentlich die Plattform... Ey, vielen Dank für den Dono, was gedacht. Mann, Digga, Kato, lern dich zu muten, Junge! Kato, Kato, schön. Sorry. Dankeschön für die Dono. Das war aber das peinlichste Unmute. Dankeschön für die Dono. Dankeschön. Peinlich, Kato. Liebe geht raus, Kato. Kato, was soll denn Name bedeuten? Kato BBC? Nachrichten. Nee, was ist BBC? Big Black Cock. Großer schwarzer Schwanz. Das ist crazy! Das ist hart. Das ist krass. Das ist hart.
Wie trocken, ey. What the fuck? Ja, heißt so auf dem Server, kennst du ja nichts dafür, Chat. Hier, guck dir das an. Kato BBC. Big Black Crafter. Okay, komm, das Kolosseum bauen. Wie machen wir das? Ja, ich bin oben auf dem Berg. Ich mach jetzt den Dirt weg, damit wir da eine große Fläche haben. Big Black Crafter ist auch verrückt. Soll ich dir helfen mit dem Dirt? Ja, das wäre super. Aber dann sollten doch einfach alle zusammen jetzt mitmachen, dann ist das hammergeil. Ja, ja, ich sag auch, wir müssen das zusammen machen. Ich bin der, der euch immer die ganzen Materialien besorgt, okay? Ihr baut, ich besorge euch die Materialien. Ich bin eure Arbeitsameise. Ja, ich bin oben, ich baue jetzt hier ab. Aber ich sagte, du und Materialien, das ist eigentlich nicht so klug, weil du ganz langsam bist. Also Ruhr, Breitenberg, weißt guck mal. Ich versuch mich zu fügen in der Gruppe und du kommst direkt mit so einem Seitenhieb. Ja, was soll das? Okay, ich verstehe dich. Ich will doch nur das Beste fürs Dorf. Da hast du recht. Ich kann schon mal die... Ich muss hier an den Arsch, ich brauche eine Höhle. Ach, es nervt auch so krass ohne diese Flügel. Sag mir nicht, ist immer noch. Ist das krank. Ja, warte. Ja. Geht eine Ender Chest kaputt, wenn man die abbaut? Nee. Nur wenn du Silk Touch. Schön. Ach Gott. Warte, wenn ich cool schnell, was, dass wir schneller abbauen können. Ich habe so eine Schaufel, Diamantenschaufel mit Effizienz 2. Ja, bau schon mal das Gras oben ab. Auf die Höhe, die ich gerade eingezeichnet habe. Aber dieses superschnelle Sand wegmachen, das kriegt man nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Effizienz 5. Sieht schon mal clean aus. Organisier. Ja, bei den Seid ihr da oben oder was? Ja. Ja. Bist du mit Rohat? Warte mal, ich kann mithelfen, wenn ihr wollt. Ich hole jetzt die Bienen, damit wir schneller abbauen können da oben. Was wollt ihr bauen? Die Fläche da weg, dass wir eine große Fläche fürs Kolosseum haben. Ja. Ich will dieses Bitcoin jetzt nicht reinmachen. Höhle, hast du das gemacht? Nee, und so ein A-Mode. Da gespawnt die Höhle. Mit Kerzen. Ja, ich habe die Fackeln da reingemacht, damit da nichts spawnt. Ne? Was wollt ihr bauen? Kolosseum. Was braucht ihr für Materialien? Erstmal eine Fläche und ganz viel Sandstein. Aber warum? Du, mach mir bitte Effizienz 5 klar, das macht keinen Sinn. Weil sonst kann ich auch looten gehen, wie Eli, weil ich baue voll langsam ab. Du kannst das traden bei den Büchern Breitenberg seit 5 Tagen. Also gegen Smaragd, sagst du? Ja. Ja, hab ich gemacht, der hat Effizienz 2 nur. Da gibt's auch einen mit 5. Okay, bring mir mal eine mit. Ich geb das Emerald, ich hab nachher. Ich hab viel. Aber du hast keinen Amboss. Ach so, du hast das Buch Effizienz 5 nur. Ja. Ich hab die fertige Schaufel gekauft. Digga, ich musste mich gerade wärmen, Pinguin, Mann. Was hat er geschrieben? Hab alles geschickt, schau Discord. Okay, zeig her. Discord nicht mal geöffnet. Warte mal. Ich glaube, man muss nur eins hochladen. Wo war das? Wie heißt dieser Ordner? SZ. Warum sieht man das nicht auf dem Desktop? Ich hab's doch auf dem Desktop.
Warum sehe ich das nicht auf dem Download? Achso. Hä? Hä? Ich ziehe es einfach so rein. Geht nicht, passt nicht rein. Das ist falsche Format oder so. Ah, jetzt. Chat, jetzt habt ihr Bitcoins. Ihr habt Bitcoins, die ihr verwenden könnt. Zu kontaktieren, aber also den zu kontaktieren, aber geht nicht ran. Und ich sag, sie soll abschleppen lassen. Abschleppen. Ja. Sie sagt, es ist aber gemein. Da sag ich, ja, aber er wird's immer wieder machen. Und jetzt, ja. Also, ja, beim Abschleppen. Reifen, einschlagen, Reifen. Du lässt einfach ganz, auf ganz ordentlich abschleppen, Motor, weil... Bushammer, Bruder. Nein, weil dann... Bushammer in sein Gesicht, Digga. Ja, Alter, Fabo. Wegsprengen. Junge, ich war... guck mal. Abschleppen, weil dann ist es ein mieser Abfuck für den, das Auto abzuholen. Ja, sage ich auch. Und dann macht das nie wieder. Ja, und ja. Das Problem ist aber, ihr müsst halt vorstrecken, das Abschleppen. Aber jetzt stell dir mal vor, Isa, er schleppt das Auto ehrlich? Ab. Okay, er lässt es abschleppen. Ja. Und danach verkackt er es mit der Nachbarschaft und dann fängt diese Beef an. Aber wenn er Reifen absticht, dann kann er sagen, ich war das nicht. Ich weiß nicht, wie sowas dazu kommt. Aber imagine, es kommt raus, dass er es war und dann ist er das Recht am Arsch. Nein, Bruder. Einfach Stich in Reifen. Soll ich jemanden schicken, Eli? Passt schon, gib mir Nein. Brauchst du irgendwen? Dann bist du auch fein raus aus dem Schnell. Du hast Alibi, du streamst ganz entspannt. Auf einmal, wir wissen wir ja nicht. Aber jetzt wissen die es, weil du es gesagt hast. Ah, stimmt, stark. Ich sag's abstimmen. Wir machen natürlich nur Spaß, ne? Wir distanzieren uns. Ja. Wie lange steht der da schon, Eli? Seit 2 Stunden. Melina hat vor 1,5 Stunden Polizei gerufen und die sind jetzt erst gekommen, Bruder. Ich wäre auch, Ich hätte schon längst die Hosen runtergemacht. Was haben die gesagt? Na, dass sie den nicht erreichen, denjenigen. Also sie haben versucht, den über Kennzeichen, halt, kannst du ja Telefonnummer und sowas, aber da geht niemand ran. Der hat es schon 3 oder 4 Mal gemacht. Das nervt mehr mich schon sogar. Bruder, ich meine die Person als Ausrede. Was hat die gesagt? So, Es gibt eine App. Es gibt eine App. Also die App heißt, ich habe das auch wegen meiner Garage. Die App heißt Park Control. Da lässt du die umsonst abschleppen. Und die können das Auto wieder raus und ist auch günstiger für die. Ist nicht so teuer. Benutzt das Park Control. Ja, mach ich auch immer. Aber was du auch bedenken musst. Nimm den teuersten Service, der geht, damit er. Eli? Aber ist ja nicht. Ist, glaube ich, kein Nachbar, soweit ich weiß. Ist es ein teures Auto? Ja. Dann ist es. Dann Reifen. Dann ist es doppelt so geil, weil beim Abschleppen wird so ziemlich immer das Auto etwas beschädigt. Das stimmt, aber das ist also. Ja, Melina sagt auch, sie will nicht abschleppen, weil es gemein ist. Ja. Die werden es immer wieder machen. Ja, aber Eli, was heißt gemein? Schau mal, er respektiert das ja auch nicht, dass er einfach da vor deiner Einfahrt steht. Ich finde sowas voll respektlos. Stell dir mal vor, Gott bewahre, es ist ein Notfall. Ihr wollt jetzt ganz schnell... Ich hab der Polizei gesagt, ich hab Einfahrt blockiert. Ich hab der Polizei auch gesagt, was ist denn, wenn meine Freundin jetzt schwanger wäre oder so? Was mache ich denn dann? So. Oder irgendein Notfall. Beispiel. Krankenwagen einfach, allein das oder keine Ahnung, wir müssen ja, Krankenwagen, aber jede Sekunde zählt. Ja, Taxi geht auch. Ja, Taxi geht einen. Ja, aber das... Ey, manchmal kommst du ja auf Sekunden an. Pablo, was musst du machen? Ja, schwanger, Chat. Melina ist schwanger. Leak! Und? Aha. Fabo, wo wirst du nicht wegmachen? Er tradet hier die. Also ich gehe ins Netherland, falls jemand mitkommen will, ja? Das muss ich auch gerne wegmachen. Okay, dann gehe ich. Kann mir jemand Pfeile schenken auf süß? Okay. Auf süß? Ja. Fabo, was muss ich hier wegmachen? Ey, hast du nicht Infinity auf Bogen? Oder was? Fabo! Ja, bin ich Thanos. Achso, Fabo! Jo. Was muss ich hier wegmachen? Auf die Ebene, auf der wir stehen, alles. Damit das eine große Fläche ist und dann. Auf welcher? Auf der hier. Ja, genau. So wie ich das gerade mache, Bro. Können wir kurz schlafen? Bitte schlafen. Doch, Melina. Ahmed, bitte. Ahmed. Ist der immer noch. Ich schmeiß doch die Scheißkarre um. Sie sagt,
Sie sagt, sie will jetzt eh nicht mehr und deswegen. Aber sie wird es wieder machen. Und morgen früh. Sag, Isa sagt auch, dass man hätte abschleppen sollen. Isa sagt auch abschleppen. Und sie sagt es als Frauenmeinung. Wie lange wartet Melina schon? Wann wäre sie eigentlich gefahren? Vor anderthalb Stunden. Boah. Ich hätte da mit dem Auto sämtliche Sachen. Bruder, Reifen durch, Auto durch, Bruder. Was ich gemacht hätte. Alter, man merkt sowas für Jungs, Call, wir haben. Kann einer bitte schlafen? Kann einer schlafen? Bitte? Ich sterbe. Ich liege, zwei Leute müssen noch liegen. Ich sterbe. Was ich gemacht zwei Leute hätte, noch. Digga. Ich geh. Bin. Liege. Ich glaube, hier oben können wir nicht schlafen. 1-1. Rüdi. Melina, du musst den. Was hast du geschrieben? Neue Kanalpunkte Sachen enden wurde tot hier. Okay, ab 10 Millionen eine King Hands Box. Dann würde ich machen, so falls die Leute das freut, würde ich so bei, keine Ahnung, bei so 500.000 würde ich ein Insta-Like machen, so auf süß. Dann, aber wie soll ich denen das zukommen lassen, ja? Bei 1 Million mache ich ein Grußvideo. Oder ist viel? Macht 2 Millionen? Bei 2 Millionen? Ne, die sollen einfach den Links reinschreiben. Und dann erinnert mich der Chat daran. Hätte die Sachen direkt. Ach, Digga, ja. Alles muss man selber machen hier, ja. User Timeouten für 10 Minuten. Bruder. Man kann hier jemanden timeouten für 10 Minuten, wenn man. Also, das ist geistkrank. So, warte mal. Kannst du das nicht machen, Pinguin hier? Man muss da noch so Bilder einfügen. Nee. Ja, dann mach ich das nach dem Stream, Digga. Das dauert zu lange. So, ja. Ich hab mein Auto zu. So, ich muss eine King Hands Box dahin machen und so. Das ist dann so kleiner Dings und so. Ist viel Stress gerade. Yes. Suro, danke für den Sub. Dennis, danke auch für den Sub. Ach, du Nachbarin. Und dann wollte sie, ja, dann wollte sie öfters treffen, aber ich sag, nee, ich kann nicht, ich will nicht. Und dann, zwei Tage später, war mein Auto vollgespült. Dann ging's los. Terror. Digga, überall Bilder von mir. Der Nachbarin im Leihauto, Alter, und dann. Also überall waren Bilder von mir geklebt an den Treppenhäusern, so Bilder von mir ausgedruckt. Ach stimmt, Digga, stimmt. Da war irgend so ein Bild von dir, von früher, ne? Ja, dann wurde mein Auto zwei, dreimal vollgesprüht. Hat er das nicht so bearbeitet, dass du so dicke Lippen hast? Nee, das war ein Wichser, halt die Fresse. Das ist auseinandergenommen. Aber er hat ihn gepackt. Hat er das Abo auch gezeigt? Ja, aber das. Was höre ich hier? Frag nicht. Aber überleg mal, jemand druckt Bilder aus und macht das an den Treppen aus, Digga. Ja, meine Mutter kommt nach Hause, meine Nachbarn, die sagen, was ist hier los? Überall Bilder von dir. Ich sag, wie? An meiner Garage, überall. Junge, kann man sowas nicht anzeigen? Für dich. Oder hast du ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Beweise, zwei Anzeigen gemacht, ging ja ins Leere. Und dann auf einmal, ich sehe sie und ihre Eltern quatschen, dies, das, ich rede mit denen. So, die machen ja einen auf nette Nachbarn, wusste ich ja nicht. Dann gucke ich in deren Garage rein, ich gucke, ihr Vater macht so Roller, bemalt Roller und das ist 1:1 dieselbe Farbe, dieselben Spraydosen. Das war deine Nachbarin? Ja, Mann. Warum? Keine Ahnung. Oh, Mann, das hat er doch gerade erklärt, guck mal. Also, der hat seine Nachbarin gefickt. Er wollte nicht mehr, sie wollte noch mehr. Sie wollte Tamtam machen und er hatte keinen Bock drauf. Wie dreist sie das? Hat er was? Sich distanziert. Und dann hat sie angefangen, Bilder von ihm auszudrucken, zu bearbeiten, überall irgendwie zu platzieren, im Treppenhaus etc. Und hat dann das Auto angesprüht mit der Farbe von dem Vater, der Motorräder ansprüht. Ja. Bruder, was so, hast du für eine Psychofrau da erwischt, Digga? Der, keine Ahnung. Oder Breitenberg, hättest du dir das gefallen? Von ihr? Ja. Ehe, das ist Regel für mich, da kriegst du 10% vom Porsche. Was soll ich machen, Bruder? Soll ich jetzt eine Frau angreifen oder was? Hä? Nein, ich mach das auch mit deren Auto. Nein, Spaß. Achso, nein, hör auf. Achso, ja, okay. Nee, aber Lasse, ich finde sowas schon ein bisschen irgendwie voll eklig, das, also, keine Ahnung, so auf private, so Eigentum und so, weißt? Und vor allem, es geht ja noch darum, das Bild so, hat deine Mutter sowas gesehen?
Ja, aber die Bilder waren ja nicht so irgendwie so nackt oder so. Das, ja, okay. Das waren einfach so, so fanmäßig Bilder von mir ausgedruckt. Oh, hast du den Porsche noch? Ja, habe ich noch. Also ich habe den zum Verkauf bei Porsche abgegeben, aber die haben den noch nicht verkauft. Mit der farbige, check mit ich den Sprühflecken. Ich Idiot hätte von Anfang Keramikversiegelung machen müssen, sag ich dir ehrlich. Muss Eli auch machen mit seinem Lamborghini. Was ist das? Mhm. Moral von der Geschichte, fick deine Nachbarin nicht. Boah. Richtig. Stark, Isa. Stark, man sollte niemals da essen, wo man scheißt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr guter Call. Sehr schön oder gesagt. Oder da scheißen, wo man isst. Sehr aber schön oder gesagt. Nicht, ja genau, oder nicht da scheißen. Kannst du das rausmachen? Was auch immer. Wo ich hab's verstanden, Mann, das passt schon. Sehr guter Call, sehr guter Call. Wo bist du, Fabo? Kollision. So, Chat. Wir haben hier einmal Lachs, Kartoffeln. Und das futter ich mir jetzt rein mit Magerquark. Und Mais, Digga. Wie viel Kalorien hat Mais? Und wie viel ist das? 50 Gramm? Er hat gar keine Kalorien. Stark. Also nur 100. Oh, Melle? Ich helfe einfach auch beim Kolossieren fahren. Hallo! Ja? Hallo! Es geht! Alles fein, okay. Okay, let's go. Ja, ich baue hier ein Haus. Warum ist die so leise aber? Ehrlich. Ja. Moin. Hört man mich jetzt besser? Moin. Besser. Moin. Hallo. Moin, Minecraft Crew, was geht? Moin, Minecraft Crew. Minecraft Crew. Oh Gott. Sagt man das nicht? Ist das uncool? Nein. War super. War super. Danke. Minecraft Crew, holy shit. Jedes Mal. Ah, Edi ist wieder da. Okay. Was brauchst du? Jedes Mal, wenn was geht, wie geht's dir? Tschüss, Melle, wir sehen uns! Alles super. Tschüss. Ist irgendwas passiert? Tschüss. Jedes Mal, wenn Monte reinkommt, macht er ASMR erstmal. Ja, Digga. Ich mach ASMR. Ja, immer, du kommst rein, sag erstmal. Hallo. Wieso war so richtig ganz Mike? Nein, ich will dir eine Sache sagen. Ich hab einfach im Vergleich zu euch ganzen Hosenscheißern einfach ein vernünftiges Mike und ein Mischpult, was vernünftig eingestellt ist. Sobald ihr einmal ins Mikrofon reingrölt, ist die Scheiße übersteuert. Was soll ich sagen? Ui, Ansagen gegen Isa. Nein, nee, gegen euch alle. Was für gegen mich nur? Wir haben alle fast das gleiche Mike. Ja, yeah, richtig, aber die sind einfach scheiße eingestellt. Ja, was soll ich sagen? So da ist die Standardeinstellung bei mir. Das und voll das bleibt auch so. Bei deiner Dings, bei deinem Mike, oder? Ich weiß nicht, ich stell sowas selber nicht ein, Digga. Ja, ich hab einen Tontechniker. Den Tontechniker haben wir sogar kennengelernt, das stimmt. Der ist auch jetzt gerade da und stellt unten das Setup komplett ein. What? Korrekt. Ja, Chat, mehr Subs, sag ich. Dann gibt's auch einen Tontechniker bei Isa. Ist irgendwas passiert? Ja, Dings, Breitenberg hat gesagt, er würde dich packen in einem 1 gegen 1. Lüge, Digga, er macht Fehler. Er würde mich packen in einem 1 gegen 1? Ja. Fällst du auf dieses Setup jetzt ein? 1 gegen 1, Straßenfighter würde ich packen, sagt er. Ja, aber bevor er dann zuschlagen würde, würde er sagen, er hat Clusterkopfschmerzen und kann was? Nicht. Was? Jetzt schießt du gegen mich, wenn du auf Roads Fitner reinfällst von einem 12-Jährigen? Das ist hart, Ich hab doch gar nicht gegen dich geschossen, ich hab nur gesagt, dass du körperlich nicht in der Lage bist. Oh mein Gott. Okay, ich lass mich nicht drauf ein. Ich sag ja, okay, komm. Wieso steht denn der Scheißturm von Edis immer noch? Wie, was war das? Was war denn? Edis meint, wenn du seinen Turm anfährst. Was meinst du, Dorian? Ich hab schon einen zweiten Turm, ne? Der wurde aber jetzt heute abgefackelt. Ernsthaft? Nee, das war Carlos Baumhaus. Ja. Ah, Monte! Ja, aber der war riesig. Der war riesig. 20 Subs nicht mit. Ich hatte noch deinen Dreizack, ne? Ja. Kann sein, ja? Wieso hattest du mal meinen Dreizack? Hattest du mir das nicht wiedergegeben? Oha. Ich hab's dir wiedergegeben, oder? Ja. Okay, stark. Du musst ja noch verzaubern. Woher hattest du seinen Dreizack aber? Das ist die Frage. Er hatte das für mich von so einem. Keine Ahnung, scheiß drauf. Was? Wir waren zusammen unterwegs und wir haben 50-50 bei einem gemacht und dann habe ich genau, den Dreizack gefunden. Und ich hatte schon einen Dreizack. Und ja, das war richtig korrekt. So, heute werden wir die Moschee sprengen, habe ich ja schon in der WhatsApp-Gruppe angekündigt. Er schreibt einfach rein in die Gruppe, heute wird die Moschee gesprengt. Und die Flagge angezündet. Ja, ja. Und dann schreibt er auf einmal nur noch auf Türkisch. Nur noch. Und er hört nicht auf. Er hat geschrieben, aber
Fickt eure Ärsche auf. Aber sag ehrlich, gutes Türkisch habe ich geschrieben, oder? Das war gut sogar. Keine Ahnung. Doch, das war wirklich gut. Der hat heute Ansagen auf Türkisch verteilt in der Gruppe-Chat. Sei mir ehrlich, hat das Islet geschrieben, Monte? Nein, das habe ich geschrieben. Lügt doch nicht, Digga. Nein, wirklich. Nein, das habe ich geschrieben. Allah. Was hast du denn geschrieben? Sag mal. Ich habe geschrieben, dass, warte mal, oh, ich habe so viele Sachen geschrieben. Ich habe erstmal geschrieben, ja, das, aber das glaube ich noch auf Deutsch, dass die Moschee und die Flagge brennen wird. Dann habe ich Breitenberg seiner Mama geantwortet, dass das nicht gemeint ist, sie sich aber um ihren eigenen Business kümmern soll. Also das habe ich auf Türkisch geschrieben. Dann habe ich zu Medi geschrieben, oh ne, das kann ich nicht sagen, sonst würde ich einen Twitch-Bann bekommen. Ich habe Medi freundlich darauf hingewiesen, dass Hallo? Er sich verpissen soll. Moin, Edi. Hallo. Moin. Hast du jetzt auf die Motorhaube geschissen? Nee, ich hab, aber es ist erledigt. Jello, Job done. Was passiert, was war? Nee, ich bin runtergegangen, dann haben die gefragt, habe ich mit denen geredet, die meinte so, ja, was, wollen sie den abschleppen lassen? Meinte so, ja. Meinte, habe ich nochmal gefragt, würden sie das denn auch machen? Weil ich ja eigentlich eher entspannter bin. Dann meinte sie so, ja, auf jeden Fall, wenn du das öfter machst, ist schon, ne, kann man machen. Und dann, muss ich Personal uns angeben. Ah, so. check. Hast du jemanden abschleppen lassen, oder was? Ja, Digga, weil das vierte Mal parkt jemand vor der Einfahrt und, Melina wollte wegfahren, konnte nicht, sie wollte sich mit ihrer Family treffen, so, ne, ein bisschen privaterer Grund und kann jetzt nicht, weil sie die ganze Zeit, also jetzt sagen wir, ja, fahr doch Taxi. Ja, aber das ist das vierte Mal oder so. War so absolut richtig gemacht, Digga. Jeder andere wird das mit deinem Auto auch machen, Digga. Ja, wie nice. Selber schuld, ja, ist doch okay. Wenn das jetzt das erste Mal wäre, kann man vielleicht noch einen Zettel ranhängen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber das vierte Mal oder so. Nein, würde ich auch so machen. Vor allem zwei Stunden lang konnte sie ja nirgendwo hin, ne? Ja, ja. Also können wir B alle? B, chill, B Pause. Ja. Kleine B Pause, ja. Nein. Liege. So. Liege wie? Wer hat das hier gebaut? Der Turm steht ja immer noch, Alter. Wer hat das hier gebaut? Ist das Merzheim oder ist ein Turm abbrennen? Was abbrennen? Na, also ich will eigentlich nicht, aber also ich glaube, ich spreche für uns alle, dass das Ding insgesamt das ziemlich scheiße aussieht hier. Nein, sieht toll aus. Also würdest du von dir selber sagen, dass das Ding eine Bereicherung hier für die Hut ist? Es sah gestern noch ein bisschen besser aus, aber du hast ja gesagt, Eldosch 100 Subs, wenn du das Ding hochsprengst. Dankeschön, jetzt sieht es halt wirklich aus wie ein Stück Scheiße. Hast du ihm die 100 Subs gegeben? Nein. Wenn wir schon mal hier apropos 100 Subs, das habe ich vollkommen vergessen. Kurz Mute. Es gab mal eine Zeit, da hat Edi Jero die Monte-Map geschafft, nach einem Tag. Hab mein wirklich Herzblut da reingesteckt. Und es hieß ja, jeder, der die Map schafft von Streamern, glaube ich, der kriegt 100 Subs. Ich habe es nach einem Tag geschafft. Sogar hab fast meinen Flieger dafür verpasst. Ja. Und da kam aber irgendwie... Ich habe doch die 100 Subs eingelöst. Ich glaube, ich habe sofort, als du die geschafft hast, habe ich die eingelöst. Hat er wirklich? Ich war doch live dabei, als du die geschafft hast. Boah, das ist hart, wenn du die 100 Subs... Ehrlich. Gut, jetzt ist das Home. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es am Handy gesehen habe oder nicht, aber ich glaube, dass ich die gegiftet habe. Ja, oder? Die sind, glaube ich, durchgekommen. Nee, jetzt ernsthaft. Also, sind die durchgekommen oder? Also, was ist durch? Ich glaube. Sind sie nicht. Woher weißt du das denn jetzt direkt? Weil sie. Ich sehe doch, wenn da 100 Subs reinkommen und am nächsten Tag war ich doch live, ich sehe doch im Dashboard, wie viele reinkommen. Wenn ich du hast es einfach vergessen. Nein, ich hab's nicht vergessen. Was? Ich hab da gar nichts vergessen. Ich hab da wirklich versucht, die Map zu schaffen. Ah, ne? Stimmt, ich war im Restaurant. Ja, du warst nicht da. Stimmt, ja. Mm. Ja, das zählte aber nur für den Monat Dezember. Ja, das ist jetzt das Neues. Ja. Nur für den Monat Dezember, oder? Nein, ich gebe dir kein Problem. 200k mit der Map gemacht, da kannst du auch mal einen kleinen Streamer supporten. Ich weiß immer noch nicht, was ich an Geld gemacht habe, Digga. Ja, siehst du, weil das schon so viel Kohle ist, dass es gar nicht. Nein, ich sehe es doch nicht in meinem Dashboard, Digga. Na, okay. Ich habe einmal 50.000 bekommen jetzt. Aber für den richtigen Monat, also für den Hauptmonat habe ich noch. Also, was ist Hauptmonat? Aber. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das war oder so. Ich weiß nicht. Ja. Wem gehört denn das Lava-Gebäude da unten eigentlich? Breitenberg wird auch weggesprengt. Ist geil, ne? Ja, besser als der Turm auf jeden Fall. Den ich jetzt sprengen werde. Was?
Warte, was? Und was ist mit der Moschee? Willst du auch springen? Ja, also ich kann die Moschee nicht ernst nehmen, die von jemandem gebaut ist, der daneben Wettbüro errichten will. Das macht irgendwie keinen Sinn. Digga, der macht zwei Tage, nachdem er eine Moschee gebaut hat, ja, einfach ein verkacktes Wettbüro auf. Ja. Und das ist so krank. Das ist wirklich krank. Das ist hart. Wer war von euch denn in der Moschee schon beten? Ich hab mit Eldos. Ich dir schon mal. Edis hat heute geklaut, hat er zugegeben. Was denn? Ernsthaft? In der Moschee. Was denn? Er hat Smaragd geklaut. Ich hab nicht geklaut, ich hab dafür gebetet. Du hast Smaragd geklaut. Oder du kannst nicht beten und danach was. Also du kannst. So wie Breitenberg gesagt hat, du kannst nicht für iPhone-dingsmäßig beten und dann gehst du im Mediamarkt und klaust es. Aber was, wenn dein iPhone. Du gehst raus und plötzlich liegt dein iPhone so frisch verpackt auf dem Boden. Frisch verpackt auf dem Boden? Das funktioniert nicht. Das ist eine unterschlagene Fundleistung. Ja, hast recht. Stark. Okay, ich geb's wieder zurück. Ich hab die 5 Smaragde hier. Ich geb's wieder zurück. Aber es ist krass, dass Rohat jetzt gut ist und Monte heute, bevor Monte kam, hat er über ihn voll abgelästert. Ja, ehrlich komisch. Über wen habe ich abgelästert? Rohat hat gesagt. Rohat über dich. Weißt du, was Rohat gesagt hat? Deine GTA Prime war nur wegen ihm. Ja. Ja? Boah. Ja, also ich sage euch ganz ehrlich, als er bei mir im Bett lag mit seinem Big Booty Arsch und meinen kleinen Jarak im Mund hatte und gegorgelt hat, hat er ganz was anderes von sich gegeben, Alter. Geil. So gefällst du mir, Digga. Schöne Finder. Breitenberg, du bist schon eklig, ja. Hör doch auf, warum? Mann. Wieso machst du so eklige Fitner? Der hat das gar nicht gesagt. Redest du da? Soll er Walla sagen, dass er nicht gesagt hat? Walla habe ich nicht gesagt. In der Moschee, nicht draußen. Rot, wollen wir noch auf Reisen gehen? Nochmal Höhle erkunden, bitte. Aber warte mal, willst du jetzt die Moschee wegschwenken? Nein. Ja. Komm mal zum Anwesen von mir und kann ich meinen Dreizack mitbringen und wir verzaubern den? Das ist woanders, hier Verzauberungstisch. 36. Ich komm stimmt, das musst du erst machen. Aber kurz mal deine Meinung. Ja, ich komme sofort, ja. Hat hier jemand eine Farm gebaut? Was ist denn das? Oh, das ist wahrscheinlich Angst vor Terraform werden. Die Kaktusfarm, meinst du? Ich hab einen Wasserfall oder so gefunden. Was ist eigentlich deine Konsequenz, Eli, was mit deinem Haus passiert ist? Ich hab, weißt du, Monte, ich hab mir was gedacht. Feuer gegen Feuer bringt nichts. Einer muss loslassen. Ich hab die Wind Challenge geschafft. Ich bin ein anderer Mensch. Ich hab meinen Frieden gefunden seit der Wind Challenge. Ich werde nichts machen. Ich hab's akzeptiert. Ich bin neu. Ich sammle jetzt fürs Dorf Materialien. Versuche Mehrwert zu sein. Ja. Gib da einfach mein Bestes. Versuch einfach. Welcher Nutten hat gerade gefurzt? Ja. Isa. Was? Isa, hast du gerade so laut gefurzt? Das nein! Ist eine TNT-Farm? Digga, Alter, Junge. Einer scheißt einfach beim Reden. Ich mach vom Meta-Chat. Glaubt ihr, hier war schon jemand? Ich bin schon da, Isa. Ich glaube, ja. Ist rein. Du siehst ja den Boden. Ja, den sehe ich. Geh hin. Du siehst ja die Decke. Nee. Achso, die Decke, ja. Jetzt die Frage. Dunkler Boden und dunkle Decke. Heller Boden und helle Decke. Dunkler Boden, helle, dunkler oder versetzt, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Du willst den Holzfußboden hier lassen? Nee, die Frage ist, ob ich den dunkel machen soll. Also ich finde den Holzfußboden nicht schön, muss ich gestehen. Mhm. Ich finde, die Holzoptik passt nicht zu der Marmoroptik. Sieht das bei dir aus? Wie das bei mir aussieht? Oh. Was? Check. Nee, du hast einen Shader drin, deswegen. Es soll so ein bisschen Lodge-mäßig ausschauen, deswegen. Wir haben hier schon so das, Tannenbäume. Soll das ein Fernseher sein? Ja. Ist das für ein Goofy Fernseher? Ich bin noch nicht fertig. Aber ich glaube, Isa, dass auch sehr viel mit Licht sich da nochmal ändert, weißt du? Mit Lampen und so. Mhm.
Okay, check, check. Ich bin noch nicht ansatzweise fertig, deswegen. Easy. Wo verzauber ich denn jetzt meinen Bogen? Bei Sydney. Brauche ich dafür was? Komm mal her. Oh nein. Blödsinnig, Digga. Ja, aber aus Versehen, gewurzfingert. Warte mal, du musst bei Fabo nach unten. Komm her. Bin da. Fabo, gibt's ein Monster, was wir zu dritt legen können? Zu fünf? Weil wir so viele sind. Also alle zusammen, weil dieses Kolosseum zu dritt ist auch anstrengend, seid ihr ehrlich. Ja. Wir könnten nochmal in so eine unterirdische. Kann man da runter? Ja, ja. Ah. Wither haben wir schon gemacht. Jo. So, du brauchst Smaragde. Smaragde. Grün Smaragd? Smaragde halt. Ein Grün? Ja, diese grünen Smaragde. Aber die kriegst du auch durch Eisen, wenn du mit denen tradest. Komm mal hoch. Ich hab einen. Einen hab ich. Ja, einer reicht nicht, Bruder. Du brauchst viel mehr. Hm. Roheisen oder normales Eisen? Normales Eisen. Aber hier vorne ist eine Farm. Du kannst alles aus der Eisenfarm nehmen. Hier. Du kannst mit Eisen kriegst du diese Smaragde, wenn du mit denen tradest. Hier. Hm? Links, links in der Kiste. Was? Ah. Scheiße. Oh, ich bin unfähig. Meine Fresse. Was muss ich da rausnehmen? Eisenbahn? Ja. Mann! Ach, Digga, ich krieg's nicht hin. Scheiß drauf. Du kannst dich da oben raufstellen auf die Leiter. Du musst weiter W drücken, einfach. Ich hab jetzt 64 Eisenbahn, reicht das? Nee, nimm mal mehr. Eli, bist du gerade da? Ja, genau, jetzt kannst du stehen. Hol Mute breit weg. Da ist nichts mehr drinne. Okay. Warte mal, ich geb dir was. Enderdrachen können wir machen, Fabo. Sagt der Chat. Nein, das machen wir gemeinsam. Irgendwann. Auf einmal random den Enderdrachen im Menschen. Komm mit, Bro. Hm? Wo bist du? Ah, da. Bist du wieder runter zu Fabo? Yeah. Schaufel die kaputt. Oh mein Gott! Was meine Sklaven? Guck mal, jetzt guck den hier an. Dann gehst du Rechtsklick auf den Wichser. Hm. Oder machst du dein Eisen links rein. Okay. Ja. Und dann kriegst du so Smaragde raus. Und dann nimm so viele Smaragde. Wie viele brauche ich denn? Nimm so viele, wie du kannst, einfach. Guck mal, wie korrekt Rohat zum Mond ist, Digga. Mir hat er nicht einen Tipp. Bruder, weil du wie ein Bastard hier die ganze Zeit rumläufst und Leute schlägst, Digga. Oh. Oh, wie talkt der mit dir? Alter, Breitenberg. Ja, er nennt dich vor einem riesen Publikum Bastard. Ich würde ihm seine Kickhands-Anteile nehmen jetzt. Digga, er hat keinen Anteil, er weiß gar nicht, was er unterschrieben hat. Oder die Urus-Anteile, Kapi. Er fragt mich, wenn ich dir die Story erzähle, was da passiert ist, du riechst durch. Beste Getränk, sagst du? Das Getränk an sich ist gut, aber die Leute... Erstmal auf Tour gehen. Das ist hart, Digga. Soll ich leaken? Nein, mach's nicht, Digga. Wachst du? Außerdem weiß ich, was mit Urus ist. Ja? Ja, ja. Hey, was? Das ehrlich, hätten die verdient. Ach so. Nee, können wir nicht. Das ist nichts für die Öffentlichkeit. Ja, lass einfach, bitte. Also, mach mal die Dings, hol mir die Smart. Hab ich. Raus. Was für ein Urus, hä? Alles gut. Nimm. Ach so, okay. Ich dachte wegen Auto. Nimm. Wegen Auto. Wie viel hast du jetzt? Wie viele Smaragde? 12. 12 ist Arsch. Warte mal. Zack. Wieso ist das Arsch? Warte mal, mach noch mehr. Ich geb dir ein paar Eisenblöcke. Nimm mal das hier. Digga, wie die Creeper sind hier. B? B Leute? Können wir kurz schlafen? Ja. Hier, Monte. Hm? Oha! Jungs, tschüss. Männer, Mädels, können wir kurz schlafen? Ich brauche eine Minute, ich laufe gleich. Ja, ich kann nicht. Also ich gehe gerade B. Tschüss. Wo ist der Dreizack-Typ?
Können wir nicht schlafen? Nimm das und versuch so viele Smaragde wie möglich zu kriegen. Ich wollte eigentlich schlafen. Wenn, wenn da so ein X vor dem ist, vor dem Typen, dann gehst du einfach zu dem nächsten links. Weißt du, weil irgendwann mal traden die nicht mehr. Hier liegt noch ein Stack, ne? Ja, ja, ich bin voll. Okay, ich bin. Hä? Ich geh auch pennen. Dann hebt das gleich auf. Chat, wo einer war muss das? Noch, einer muss noch. Ich gehe. Ich soll euch von einer TNT-Farm erzählen. Oh, die hat Trimac. Ach, das war da mit dem Wasser, oder was? Nigel. Warst ja. Du am Meer so Wasser gesehen? Ja, ja, hier ist eine TNT-Farm. Ich weiß das auch, war Max seine Monster-Farm. Oder ist seine Monster-Farm. Hinter dir. Wie viele Smaragd brauche ich denn, Bro? Nimm erstmal so viele, wie du haben kannst. Versuch so viele wie möglich zu kriegen. Weil du kannst eh immer irgendwelche Verzauberungen drauf machen. Du brauchst eh noch was. Hm? Hm. Ich weiß nicht wo. Hm. Reicht. Fabo, kann ich deinen Toto kurz haben? Ja. Hier ist das nicht mehr, ne? Er ist weg. Was ist das? Mann. Wer macht die Villagers auf uns? Ich brauche wirklich Elytra, ne? Die Dinger sind. Sind so hart. Ha? Wo bist du? Ah, ja. Unten. Okay, warte mal. Du kannst hier direkt schon. Komm mal her. Bro, ich habe 48 Smaragd, damit kann ich doch wohl verzaubern. Ja, ja. Oha, wie sieht denn dein Schwert aus, Amana Zickzack? Ja. Digga! Das sieht ja voll geil aus. Gib mal her. Einmal, bitte. Aber hier sind alles Unterwasserhöhlen. Ich hasse Unterwasserhöhlen. Aber die geben dir am meisten Dias und alles und Rohstoffen, alles was du brauchst. Ja, da werde ich sterben. Nein, ein bisschen mit Confidence da reingehen, sage ich. Du ja, aber einen, wie soll ich das machen? Wo du länger unter Wasser atmen kannst. Ja, aber ich muss doch da tauchen. Ja, hast recht. Schlag mal Breitenberg damit. Breitenberg. Breitenberg. Oha, übertreib nicht. Oh, mal sorry. Du läufst Richtung so. Nach Hause. Ja, ich bin voll weit weg von zu Hause. Der Digga ist ein scheiß Schnurrbart, Digga. Jetzt baue ich mich hier runter. Guck's dir an. Wie mach ich da nochmal Wasser hier rein? Rechtsklick. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Was ist das, wenn man hier... Ah, jetzt. Guck mal wieder her. So, was Glas meinst du? Mein Schwert. Nee. Quatsch, oder? Das ist abgezogen, Mann. Ich würde halt gerne du kannst, Digga, ich helfe dir und du willst mich links oder rechts, deswegen habe ich es so gebaut, aber jetzt habe ich das Gefühl, das geht gar nicht. Aber ich weiß, dass es gerade so ausschaut. Links oder rechts Glaswand? Hier waren hier. Welche. Ey, hat jemand von euch Kies und weil das hier oben einfach sehr viel Glas sein. So. Geh einfach mal wieder, bitte. Auf süß, so. Ja. Gib jetzt wie mein Schwert und Noten. Jetzt? Wo ist denn das jetzt hin? Ah, hier. So, wird's mit dunklem Holz ausschauen? Das war Quatsch, oder? Ja, das schaut sich schon besser. Oh, ich komm. Das geht nicht. Kuh. Mann. Kuh. Neben dem Kamin die Bücher machen. Sonst kann ich dich einfach töten und dann, so. Dann kannst du wieder aufheben. Die Sachen und nicht mehr. Okay, passt. Das Schwert hättest du keine Chance gehabt. Ey, Rot, hast du noch Eisen? Schärfe 30. Ja, ein bisschen, warte. Ey, Kato, was geht ab, Bro? Geht. Sag mal nicht mehr Hallo? Hä? Warum? Hier, komm mal her. Du hast nicht Hallo gesagt. Jetzt brauchst du Reparatur, komm mal her. Bin doch schon die ganze Zeit da. Was? Bin doch schon die ganze Zeit da. Nimm mal ja, hier. Aber du hast nicht Hallo gesagt. Und diese Bücher? Du hast nur gesagt, dass du hast dich nur für eine Doni bedankt. Hm? Hey, rechtsklick da rein, dann machst du die Smaragde rein und die Bücher. Ich hab nur gesehen, dass Big Kato Big Black Cock. Und dann brauchst du nur ein Buch brauchst du noch. Ein Smaragd rein oder wie viele? Nein, ein Buch brauchst du nur. Also du machst da drei. Wie viele Smaragde braucht er? Steht da links. Das verwirrt, das ist wieder eine Höhle. Ja, dann mach da 10 rein. Wie viele er braucht. Wie viele hier immer durch die schon überall waren. Richtig gieriger Server, ich schwör's dir. Digga, du musst aufs Meer, vertrau mir. Ja, ich bin doch auf dem Meer. Hab. Okay, jetzt komm her. Weißt du, wie man taucht, richtig? Jetzt auf diesen Amboss hier rechtsklick.
Rechtsklick. Da machst du erstes Slot dein Dreizack rein und zweite das Buch mit Reparatur. Dann verzauberst du es. Hast du? Ja. Und jetzt, wenn du Level bekommst, reparierst du. Aber es ist nicht repariert. Ja, aber das, wenn du Level bekommst, dann repariert sich das von Auto alleine. Aber kann ich damit jetzt fliegen? Nee, noch nicht. Komm mal her. Wieso nicht? Du brauchst noch Sog. Oder habe ich es verkehrt gemacht? Nein, nein, ist richtig, ist richtig. Du brauchst aber noch. Es ist nicht ein bisschen repariert, Bro. Ja, Bruder, wenn du Level bekommst, dann repariert sich das. Komm doch mal her. Also, ich will es nochmal hier ansprechen, ne? Ja. Mir fehlen noch 100 Subs, Monte. Und dann hätte ich die 47.000. Du könntest die voll machen. Hier. Mir fehlen auch noch 23.000 für die 47.000. Die könntest du jetzt auch voll machen. Ja, die könnte ich voll machen, wenn ich eine eigene Map mache. Und oh dann Gott. Sage, dass der Gewinner 23.000 Subs bekommt. Was muss ich jetzt hier machen, Rohat? Geh noch mal raus, gib noch raus. Ja. Sog 3, also du machst 38 Dings rein und dann das Dings. Smaragde? Ja. Ich muss ja dann komplett umdrehen, Digga. Macht dir keinen Sinn. Und dann das Buch. Und das Buch noch rein? Und das Buch noch rein. 38 Smaragde und das Buch. Nikolai, danke für 2 Monate. Hab. Hey Nikolai, danke. Nikolai, bester Mann, ja. Danke, Nikolai. Beste. Nikolai. Das war's dann, Chat. Hast du? Ja, hab ich. Jetzt hab ich schon Verzauberungsbuch 3. Ja, so Sog 3 heißt das, ne? Sog 3. Ja, komm mal her. Das machst du jetzt auch auf deinen Dreizack im Amboss. Geil. Mit Rechtsklick, ne? Dann so. So. Und dann so, richtig? Ja. Was willst du? Wo kriegt man nochmal Schwarzvögel her, oder wie? Wir haben noch eine Eisenfarm. Ja, die ist leer. Ich war gerade da. Hier, warte. Ich werde hier gleich verrückt von. Das hier. Danke. Und jetzt, Rohat? Jetzt brauchen wir noch Hypercat 3. Komm her. Stärke, Schärfe, Flame. Hypercat, hier. Hier brauchst du nochmal 20 Smaragde, ein Buch und dann Dings. Hast du 20 Smaragde? Ja. Und ein Buch. Hab Haltbarkeit 3. Und jetzt wieder zum Amboss, richtig? Genau. Diese Villager, man wird verrückt, ne? Ja, ja, 100%. Wie macht man die freundliche Kettung? Ja. So, hab. Und jetzt kann ich fliegen? Ja, aber wie viel gedamaged ist der? Wie viel Dingsbalken hat der noch? So etwas unter der Hälfte. Okay, passt. Komm her. Ja. Fabo, wieso traveln wir noch nicht auf der Never-Decke? Könnten wir. So von Crafter zu Crafter? Warum willst du das aber machen? Guck mal hier. Also, so. Da kann man hältst du rechts gedrückt und dann nach oben. Mehrere Standorte weiter auseinander hat, was da oben, weil es schneller geht. Aber haben wir ja nicht, oder? Oder willst du gewöhnen? Ja, weil es schneller geht. Deswegen. Ja, wo willst du denn hin? Ich will am Arsch der Welt irgendwo hin, mal ein bisschen. Das kannst weiß du nicht. Du kannst einfach in Nether gehen, dann. Kannst auch unter Wasser so gedrückt halten hier. Und dann wieder, und dann wieder, und dann so. Das muss ja nicht sein. Okay. Wenn du richtig weit weg willst. Ja, ich will schon weit weg, wo halt noch niemand war, Digga. Das ist ja verrückt hier. Überall wart ihr schon mit euren Gierschlundfingern dran. Man schon am Mackern. Aber mal, Rohat, nur für mein Verständnis sein, ganz kurz. Ja. Und einen Panda will ich auch haben. Auf dem alten Server hatten wir ein Ding, mit dem wir überall hinfliegen konnten. Was war denn das nochmal? Elytra war das. Das war echt geil. Elytra. Oh ja, das hat Spaß gemacht, Digga. Das müssen wir, aber ist noch zu früh. Es Endgame-Loot. Aber bei Regen kann ich mit dem verzauberten Dreizack die ganze Zeit fliegen, Rohi, ne? Ja, genau. Du kannst bei Regen kannst du die ganze Zeit damit durchfliegen. Aber ist auch, du musst auch die ganze Zeit
das halten, ne? Also du musst die ganze Zeit rechtsklick, dann wieder rechtsklick, dann wieder rechtsklick. So durch, weil wenn du das nicht machst, dann fliegst du einfach runter und stirbst. Ich will auch was, wo man fliegen kann, Roat. Ja, Dauert das lange, sowas zu machen? Nein. Das musst du finden. Ah. Ja, okay. Danke, dass du mir aber deine Hilfe angeboten hast, Bruder. Ja, das. Ich habe das gefunden, als ich mit ihm unterwegs war und ich hatte schon eins, dann habe ich es gegeben. Okay. Das findet man selten. Das ist toll von dir. Was passiert, wenn ich hier Wasser jetzt rauf. Wenn ich jetzt Wasser bei Breitenberg seiner Lava rauf mache, ist alles tot? Nein, ja, dann ist das alles Stein. Nein, mach das nicht. Macht er das jetzt oder was? Ja, ist alles voll mit Wasser. Dann muss ich auch gleich was springen. Das ist crazy, ne? Oh mein Gott, was ist das? Rohi ist auch verrückt. Ah, warte mal, deine Rüstung kannst du verzaubern, ne? Brauche ich dafür Diamanten? Nee. Was hast du denn für dein Schwert gemacht, das so gut aussieht mit Feuer? Netherite. Das ist so, das musst du im Nether finden, das ist das Seltenste, was man finden kann. Du brauchst so 4 Erze. Das Schwert? Ja, du brauchst 4 Erze von denen. Also das ist die Upgrading-Version von dir. Hm. Ist geil, Digga. Wie viel Netherite brauche ich eigentlich so für Full-Rüstung? Full-Rüstung brauchst du 16, also 4 pro Piece. Wenn du noch Schwert und Dings machst, dann nochmal 4. 40. Also 24. Insgesamt. 40? Ja. Wenn du alles haben willst, auch die Ho, dann 40. Sag es Fabo. Soll ich Fabo sagen? Also du kannst jetzt runter und zum Beispiel Schutz 4 und so Verzauberung kaufen. Lass lieber eine Höhle, Digga. Ich hab jetzt genug gezaubert, Mann. Oder? Oder du gehst Nether. Versuchst diese Nether-Dings zu finden. Dunkles Glas, das ist unten drunter. Aber da ist Risiko zu sterben. Da bin ich sofort tot. Ja, nein, du schaffst das. Trust. Wie viel willst du von dem Schwert haben? Wie, an Subs? Ja. Bruder, ich musste dafür Netherite farmen. Warte mal, du willst es dir erkaufen? Aber meinst du, er zahlt seine Schulden? Eigentlich muss er mir umsonst geben. Er hat damals Mr. Fister getötet. Wie? Stimmt, Bruder, da war ja noch was, Digga. Bruder, wieder war noch was. Dafür hast du mich schon auf einen anderen Server komplett gefickt. Du hast mein Haus komplett weggesprengt. Und jetzt kommt er wieder mit, ja, kann man Lebewesen mit einem Haus vergleichen? Ja, was soll ich denn machen? Ja, aber ist einfach, weißt, Roat, vielleicht, das verstehst du noch nicht, weil du jung bist, so. Aber ich sag dir so, wie es ist, Digga. Der Schmerz hat irgendwann aufgehört, aber die Narbe, die geblieben ist, die tut immer noch weh, Digga. Ja, das ist genauso wie bei mir, Digga. Ich konnte 3 Wochen nicht rauchen, du hast meine Plantage gesprengt. Ja, besser für dich, bist ja sowieso schon so hängen geblieben. Also, ich mach, willst du mein Dings kaufen, oder was? Ich frag doch nur einfach nochmal, was das kostet. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es kaufen will, ich habe nur den Preis erfragt. Der Preis? Weißt du, was heftig ist? Wenn irgendjemand anderes so mit ihm redet, er tötet ihn 10, 20, 30 Mal, Abo sperrt er eine Stunde ein. Bruder, der macht mir hier gerade dein Angebot, du Schwanzkopf. Also, Breitenberg, guck mal, das Ding ist, ich weiß, dass du mich damit zum Nachdenken bringen willst, aber du solltest mal nachdenken. Ja, tue ich auch. Ich muss Freundschaft zu ihm kündigen. Und guck mal, du solltest dich immer fragen, den Spruch habe ich auswendig gelernt. Du solltest dich immer fragen, was ist dumm? Der Hund, der an der Leine geführt wird, oder der den Hund an der Leine führt? Ja, da hast du recht. Sehr schön. Digga, einfach. Hier, meine Ults, die besten Kollegen sind einfach meine größten Feinde, Abo und Breitenberg, Digga. Die beiden Noppen fucken mich am meisten ab. Ja, aber warum wohl? Warum? Ja, weil ihr Schlampen seid, Digga. Weil ihr jedes Mal zu mir kommt und mich nachschicken wollt. Guck mal, Holy shit, talkt der mit dir, Breitenberg? Weißt du warum? Weil er in GTA so fertig gemacht wurde, weil er keine Chance hatte. Digga, er hat hier gerade dich bloßgestellt, Alter. Und er müsste dich nur mal Arbi nennen. Er müsste mich echt Arbi nennen, hast recht. Ja, ja. Oder bald Schwager, wenn ich seine Schwester gleich schreibe. Oh mein Gott. Holy shit, Rohat, wie talkt der mit dir? Das war krass. Also Rohat, jetzt musst du auf jeden Fall was abliefern. Das gehört. Rohat, jetzt auf Schwester, Digga. Das war... Ja, Fitnermacher, Monte. Dieser Schnauze. Das ist crazy. Oh, das ist Schnauze. Das ist crazy. Isa schaut's okay. Das ist crazy. Ich bin nicht auf Helm gegangen. Das ist crazy.
Ja, okay, das reicht. Aber lässt dir das gefallen, Rohat? Ich merke mir das auf meine eigene Art und Weise. Also darf jeder jetzt seine Schwester hier dissen und dann merkst du es einfach. Mann, weißt du. Das ist hart, hör auf. Also, gib mir. Was sind das hier für Ja, Rohat ist doch mit dem Kopf. Rohat ist doch mit dem Kopf bei Geschäft gerade, okay. Ja, ja, ja. Also hör mir zu. Das Schwert, ich sag dir ehrlich. Der Preis für das beste Schwert sind so, ich sag so, Chat ist viel zu hoch, Digga, ihr labert scheiße. Das liegt so gerade bei, nee, warte. Bei, Bro, guck doch nicht auf deinen Chat, die schreiben da jetzt 200 Subs rein würden, aber für 20 Subs ihre eigene Schwester lecken. Was erzählst du mir jetzt, Digga? Ich sag dir ehrlich, so 75 Subs ist das Dings wert. Ich will ja so eine Hülle finden, Chat. Stopp, hör auf. Was? Ja, 75 Subs? Das beste Schwert im Spiel, ja. Mach mir mal ein Komplettangebot für die komplette Rüstung. Wie, was? Die komplette wie, was? Rüstung? Ja. Ja, Bruder, aber das ist zu krass, weil ich weiß, wie lange man dafür fahren muss? Ich hab nicht gefragt, wie lange das gedauert hat. Hast du euch auch noch einen Preis gefragt, hallo? 200 Subs komplette Rüstung im Schwert. Mhm. Ich mach's für 199. Deine komplette rote Rüstung? Ja. Mit 200 Subs? Ja. Wie finden wir das? Digga, das lohnt sich. Breitenberg, lass billiger machen. Lass für 150 machen. Breitenberg hat nicht mal ich würde ihm selber 200 Subs geben. Seid ihr ehrlich? Zu wenig? Breitenberg, du bist ein neues Kopf. Nee, das ist mir zu teuer, Digga. Was wäre für dich ein angemessener Preis? 100 Subs. Für die komplette Rüstung ist zu viel. Viel zu wenig. Bro, du machst dir das in 20 Minuten klar. Nein, Bruder, man braucht dafür ernst. Also, man braucht ernst einen Tag, einen kompletten Tag, um das alles voll zu machen. Nein. Ja, Digga, man muss schon weit jetzt im Nether gehen, um Netherite noch zu finden, weil jeder Bastard alles weggenommen hat. Kann man nicht andere Netherites aufmachen? Was? Also wenn ich Netherite-Tor mache, ist das immer dasselbe Netherite? Ja, oder ist hier? Ja. Netherite-Tor. Ja, Makato macht auch gerade. 100 Subs, also Rohat oder was? Wir treffen uns in der Mitte, 150 Subs und das Ding ist Jupe bezahlt. Nein, nein. Trimax hat dafür 20 Subs bezahlt, Digga. 20 Subs für komplette Rüstung und Schwert. Keine Ahnung, schreiben die Leute bei mir in den Chat. 5 Subs für eine Dia-Spitzhacke mit kompletten Verzauberungen. Ja, aber das ist doch easy, das ist doch nicht Netherite. So. Oh, was ist das denn? Das würde ich auch. Wer hat schon wieder gefurzt? Isa, also es ist wirklich unmöglich. Ich hab das gehört. Isa, das ist krass. Also das man hat das an der Qualität des Mikros gehört, das kam aus Isa. Ja, wer kackt einfach zwischendurch? Immer am Rücken oder das kam aus Isa, ja, okay, easy. Isa, das nächste Mal muten, okay? Ja, Entschuldigung. Ja, angenommen. Also, guck mal, ich mach dir ein Angebot. Junge. Das macht sofort eine Wette rein. Schwert, Spitzhacke, die komplette Rüstung, 150. Und das Ding ist gut bezahlt. Dann ist das Ding gut bezahlt, sag ich auch. 125. Warte mal. Junge, jetzt wird ohne Spitzhacke? Alles. Komplett. Wie alles? 125 Subs. Ist ein Crack geworden. Digga, du hast mir damals 100 für den Bogen nur gegeben. Ja, damals habe ich noch mehr verdient. Ja, okay. Das sind miese Zeiten. Im Januar und Dezember, also seit Weihnachten bis jetzt 3 Streams. Hallo, ist Januarzeit. Ja, aber Gönnergy läuft doch, oder nicht, Bruder? Ja, aber das ganze Geld ist ja in der Firma. Wäre ja schön doof, wenn ich mir da was auszahlen lassen würde. Das direkt stimmt. Versteuern, das macht gar keinen Sinn. Das stimmt. Also, Warte mal, wenn ich so überlege, du schuldest mir auch noch 100 Subs, ne? Ja, genau, ich schulde jedem 100 Subs, ja, alles klar. Ja, weißt du warum? Wegen das mit dieser Frau? Die... Ja. Ich hab ein Video für dich. Willst du erzählen, was? Oh, das ist erzähl mal, bitte erzähl mal, das Bruder, ich will's echt wissen. Ich erzähl's nicht, weil das ist respektlos, würde ich nicht machen. Wer muss Breitief von alleine erzählen? Nein. Also wenn du erzähl, dann würde ich vielleicht erzählen. Ja, Bruder Tom, ihr habt uns jetzt alle so neugierig gemacht. Soll ich erzählen? Ich weiß. Ohne einen Namen zu erwähnen. Wir wissen ja nicht, wer es ist. Komplett respektlos, Digga. Da, soll ich erzählen, Breitief, oder nicht? Ja, erzähl. Das ist schlimm. Das war beim Box-Event von Trimax. Da hatte Breitief ein Date. Zu früh. Und Breitenberg hat immer viel erzählt, Frauen hier, Frauen da, und ich habe ihm das auch geglaubt, aber dann habe ich so auf Scherz gesagt, Digga, liefer doch mal ein paar Beweise, Alter. Sagst immer hier, Date, hier, da, dies, das. Und dann
dann habe ich gesagt, Digga, ich gebe dir 100 Subs, wenn du mir ein Video schickst, wo du der Alten auf den Arsch haust und sag,